Guten Morgen, ihr Lieben, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Es ist so schön, einfach in der Früh in Gott aufzuwachen. Es ist einfach so schön, diese Tiefe des jetzigen Momentes zu erfahren. Sich einfach so tief fallen zu lassen im Geist, in Gott, in diesen ewig liebenden Armen. Für mich heißt das in dem Moment gerade, ich höre das Wasser rauschen, draußen die Wellen rauschen. Wie unglaublich ist das einfach. Wie beruhigend das auf mich wirkt. Es ist nichts davon ausgeschlossen, wisst ihr? Es ist alles eingeschlossen. Wir dürfen die Wellen hören, wir dürfen den Wind hören, aber es hat alles eine neue Qualität bekommen. Es ist ein tiefes, tiefes Berührtsein, weil ich mir es erlaube, im jetzigen Moment zu erfahren. Früher war das so, da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich am Meer bin, dann sind die Wellen und das liebe ich und das beruhigt mich. Und wenn ich dann da war, dann habe ich es gar nicht genießen können. Vielleicht kennst du das. Du freust dich auf was und denkst dir, das macht mich glücklich. Und wenn du es dann wirklich hast, kannst du es gar nicht genießen. Und bin ich zu in meinem Geist mit zu vielen Gedanken wieder neuen Ideen beschäftigt gewesen. Und immer war dann, wenn ich hier war, dann wollte ich schon wieder woanders sein. Vielleicht kennst du das. Und das hat sich verändert durch ein Wunder, durch die Gnade Gottes. Ich erlaube es mir, so tief einzutauchen in den Moment, so wie ich mir es erlaube, so tief einzutauchen in dich in diesen Moment. Es ist ein tiefes Erfahren, Erkennen. Ein sich erfreuen am gegenwärtigen Augenblick. Ich erfreue mich so sehr. Es ist alles ganz neu. Es scheint bei den Formen, es ist dasselbe. Als wäre ich am Meer wie vor 20 Jahren. Und doch ist es ganz neu. Es hat eine neue Qualität erhalten. Es ist eine Lichtqualität, könnte man sagen. Im Licht ist alles ganz anders, ganz neu, ganz frisch, ganz spontan. Das liebe ich so sehr an diesem Kurs, an diesem Geistestraining, am Wunder, dass es keine Zeit benötigt. Dafür brauchst keine Zeit. Ich kann mir es jetzt erlauben, in die Tiefen der Schöpfung des jetzigen Augenblickes, mich einsinken zu lassen, es geschehen zu lassen. Da kriegt alles eine ganz andere Qualität. Gestern war ich mit meinen Brüdern in Griechenland, haben wir einen Ausflug gemacht. Wir sind auf einer Insel. Wir sind da gesessen. Da war so eine Höhle mit Wasser. Und es war so eine tiefe Stille da, des gegenwärtigen Augenblicks. So eine tiefe Einheit haben wir erfahren. Ist alles, sie haben auch gesagt, ist alles ganz neu. Früher sind sie zum gleichen Ort gefahren und haben sich gestört gefühlt von Touristen. Und jetzt waren wir so eins. Und es waren Touristen dort. Und doch war es ganz anders. Im Licht ist alles ganz anders. Es war eine Stille, eine Harmonie in uns, die immer schon da war, die wir uns nur erlaubt haben, nicht zu fühlen, weil wir so zu sehr in unseren Gedanken immer einfach verloren waren. Und das ist nicht mehr so. Das ist, was für mich ein Wunder auch ist. Ich erlaube es mir, ganz hier und jetzt zu sein, ganz neu zu sein. Ich höre das Rauschen des Meeres, dieser Wellen. Ich erfahre es wie zum ersten Mal. Ganz neu, ganz prickelnd. Wunderschön. Und dann spielt es auch keine Rolle mehr, wo ich mich befinde. Ob am Meer oder in einer Stadt oder
in einem Gespräch. Es ist alles ganz neu in diesem Licht. Weil Gott hier ist, weil das Licht da ist, weil diese große Liebe da ist. Das ist dann eine ganz eine entspannende Erfahrung. Ist einfach wunderschön. In Wahrheit, ich merke es immer wieder, mit Worten kann ich es gar nicht beschreiben. Worte sind einfach limitierend klein. Aber die Erfahrung ist unendlich. Und sie ist immer jetzt. Die Erfahrung Gottes oder des Lichtes ist unendlich. Und sie ist immer jetzt. Immer jetzt. Alles, was von Gott ist, ist immer hier und jetzt. Da gibt es nichts, was verbessert werden müsste, was man in der Zukunft noch erreichen könnte. Es ist immer nur hier und jetzt. Es ist dieses Licht in der Tiefe meines Geistes und Herzens. In der Tiefe deines Geistes und Herzens. Hier und jetzt. Genau hier und jetzt. Fehlen mir einfach die Worte. Sehr oft um diese Schönheit, um diese Intimität mit dem Universum, diese Einheit auszudrücken. Es geht dann wirklich jenseits der Worte. Worte sind nur Symbole von Symbolen, sagt Jesus, und zweifach von der Wirklichkeit entfernt. Es geht wirklich jenseits dieser Worte. Brauchen wir Worte natürlich, weil es eine Form, weil es Kommunikationshilfe ist, diese Worte. Aber ich habe mit Leuten gestern dort gesessen, die sprechen kaum Englisch und ich spreche kaum Griechisch. Und doch hat Kommunikation stattgefunden. Im Licht, in diesem einen Geist. Es geht nicht um die Worte, das wurde mir wieder so klar. Es geht einfach um dieses Eintauchen. Worte sind hilfreich, weil wir sie brauchen, weil wir jetzt sie für dieses Erinnern einsetzen und sie vom Heiligen Geist auswählen lassen. Aber sie sind immer noch begrenzt und sie sind immer noch klein und die Erfahrung ist viel, viel größer. Ist immer unmittelbar. Das ist immer überraschend. Es ist so eine Überraschung. Für mich war das gestern so eine Überraschung. Lass mich von Gott überraschen. Lass mich vom Licht überraschen. Mich überrascht es heute, wie ich diese Wellen höre. Dieses Meer. Den Wind. Deinen Herzschlag. Ich höre wirklich deinen Herzschlag, weil es der Herzschlag Gottes ist, weil es nur einen Herzschlag gibt. Und ich bin so dankbar dafür, für diese totale Einheit, für diese totale Verbindung, für diesen einen einzigen Augenblick und für die Erfahrung von Einheit. Es gibt nicht mehr zwei, es gibt nur mehr einen. Gott ist und dann schweigen wir, könnte man sagen. Gott ist und dann schweige ich, weil in seiner Gegenwart, in die ich jetzt eingehe, werden die Worte vollkommen bedeutungslos. In seine Gegenwart, in die du jetzt eingehst, werden Worte völlig bedeutungslos. Und aus dieser Gegenwart Gottes kehren wir natürlich in eine Welt zurück und teilweise vielleicht widerwillig zurück. Und doch haben wir dort eine Funktion. Licht
zu teilen, Licht zu sein, die Erinnerung zu beschleunigen, die Erinnerung zu leben, des gegenwärtigen Augenblickes, eines Lichtaugenblickes, der Präsenz Gottes in uns. Und so sage ich dir einfach Dank, mein lieber Bruder, für dein Dasein. Es ist von großer Unterstützung für mich. Ich bin dir dafür sehr dankbar. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag in diesem Erfahren der Gegenwart Gottes und in deinem Bruder, das nur eins und dasselbe ist. Ich umarme dich und wünsche dir einen wunderschönen Samstag. Und danke. Und wir sehen uns in einem Augenblick. Danke, ich liebe dich. Danke.